Willkommen zurück zu Let's Play Grandia 2. Im letzten Part hat sich Millennium direkt von unseren Augen zu Elena zurückverwandelt. Und ja, wir wollen jetzt natürlich so schnell wie möglich zu der Kirche gehen. Und sehen, wie das denn da weitergeht. Wir müssen dafür die Baked Plains und... ja, Rowan hat gefragt, ob er mit uns mit kann. What the fuck seid ihr? Ihr seht verdammt hässlich aus. Meine Güte. Okay. Ihr seht echt merkwürdig aus. Ach du Schande, sind das viele. Ja, dann werde ich auf jeden Fall mal zur AOE greifen müssen. Sandmann. Hoffen wir mal, dass Haul einiges abzieht. Fände ich nämlich sehr praktisch. Ah, ich liebe diesen Angriff. Das hat gar nicht mal so viel Schaden gemacht. Ah. Also die vier kommen nämlich alle zum Angriff. Sandspray. Okay, mein Movement geht runter, aber so stark ist es auch nicht zum Glück. Au. Earthbreak. Das hört sich schon ein bisschen stärker an. Au! Ja, ist es auch, definitiv. Aua. Meine Güte. So, einer ist es noch. Ah, den kriegen wir auch noch klein. Ein Item verloren. Sandman Whiskers. Das waren ganz schön viele Punkte. Nicht schlecht. Ich vergesse mal, was mit 3 was anderes ist. Ah, Items. So, Mundsalbe 400, 200. Das sollte vollkommen reichen. Oh, passt. Ach genau, ich wollte aber noch gucken, was gerade das Ding war. Sandman Whiskers. Da haben wir sie. Power 500, minus 1 Death Level. Das hört sich ziemlich gut an. Ich wollte sowieso auch mal die ganzen anderen Items einsetzen. So, da haben wir noch Geld rumliegen. Nehmen wir natürlich auch mit. Und eine riesige Truhe. Healing Herb, North Wind Cape und Poison Charm. Das hört sich doch auch nicht schlecht an. Northwind Cape, plus 10 Movement, Level 3 Wind Resistance. Hm. Ich meine, da ist man halt gegen Wind resistent, ne? Und Poison Charm, um kein Gift abzukriegen. Ich glaube, ich gebe dir das sogar mal. Warum nicht? Das Problem ist, ich glaube, Movement ist die Bewegung im Kampf. Das ist nicht, wie schnell sie unten die Leiste auffällt, sondern wie schnell sie sich jetzt bewegt, wenn ich jetzt sage, okay, renn da hin oder sowas. Okay, dann würde ich mal sagen, machen wir mal einen Zap-Zauber. Und schau mal, dass es möglichst viele abkriegen. Der Angriff sieht so brutal aus. Und er macht halt auch so brutal viel Schaden. Jo, alle K.O. Sehr schön. So leicht kann es gehen. Und zwei Handgranaten. Schau dich das an, wie viele Punkte wir da kriegen. Jetzt haben wir auf jeden Fall genug Punkte, um wieder ein bisschen was zu machen. So, da ist auch noch ein bisschen Geld rum. Ihr wollt mich alle angreifen. Ja, das kann ich verstehen.
Euch nehme ich aber sogar auch noch mit. So. Okay, jetzt kommt das wieder. You cannot get away with that. Ah, okay, Tremor bringt gegen die Viecher nicht so viel. Da war sogar Wind besser. Komm wieder das Sandspray. Ich werde mal ein paar Items einsetzen, denke ich. Ich habe jetzt vorhin noch nochmal Handgranaten bekommen. Warum also nicht? Sogar Reichweite, okay. Machen wir das also mal. So, Feuerbombe. Jetzt bin ich mal gespannt. Okay. Ja, das war nicht schlecht vom Schaden her. Kann man sich definitiv merken. Sehr gut. Und noch eine Handgranate. Ach, schau ich jetzt an, wie viele Punkte wir da kriegen. Das meine ich halt. Wir kriegen ja echt viel da. Seed of Power. Das kriegst du natürlich, du. So. Das Power-Up mache ich dann am Ende des Parts wieder. Aha, siehst du mal, da haben wir noch was. Da haben wir doch noch ein bisschen Geld rumliegen. Ist nichts mehr. Lass mich mal ein bisschen in Ruhe. Gut, dann machen wir ihn noch mal kurz fertig. Seid ihr nur zu viert wieder mal? Ich glaube, wenn ich das so mache, sollte es nicht gehen. Zwei Diener fertig. Sehr schön. So. Du darfst dich um ihn kümmern. Du machst mit. Alles klar. Die Dinger geben natürlich weniger. Und gegen die haben wir auch schon öfter gekämpft. Seed of Magic, habe ich das richtig verstanden? Das ist 3 Magie. Hm, dann war das andere wahrscheinlich Magieverteidigung. Dann hätte ich das vielleicht doch jemand anderem geben können. Dann geht's hier weiter, ja. Dann will ich doch nochmal in die andere Richtung gucken. Hallo. Da ging es ja auch noch mal irgendwo hin. Zumindest so stückchenweise. Und ich glaube, ich wurde gerade... Ne, ich habe sogar die Initiative, okay. Ich dachte gerade genau das Gegenteil. So, Handgranate war wieder Power 200. Power 400. Können wir mal das sehen. Werfen vielleicht noch eins. Ah ja, Change Equip. Ich kann anscheinend wirklich während des Kampfes hier mein Equipment ändern. Das ist cool. Während des Kampfes Ausrüstung ändern ist echt cool. So, Handgranate trifft, macht gut Schaden. Und die zweite folgt zugleich. Yo! So einfach kann es gehen. Habe ich dafür jetzt keine Erfahrung gekriegt? Okay, wenn man Gegner also komplett per Items besiegt, kriegt man keine Erfahrung.
Das ist auch mal interessant. Okay. Agilität, das kriegst du auf jeden Fall wieder. Ha. Das ist interessant. So, Baked Plains Nummer 3. Und wir können uns sogar nochmal heilen. Sehr schön. Wollen wir jetzt hier eine Pause machen oder was? Schau, ich kann es sehen, Miss Elena. Bitte, komm schnell! Ich muss gerade sagen, ja, geht halt nicht hinterher. Und immer noch nicht. Er ist ganz schön lebensfreudig. Das war jetzt nicht wirklich das Wort, das ich im Kopf hatte. Aber ich denke, wir sollten mal nachschauen. Jetzt bin ich mal gespannt, was man da sehen soll. Auf jeden Fall ist das ein verdammt steiler Abhang. Und ob das mit der Farbe so stimmt, weiß ich jetzt auch noch nicht. Das sind die Grana Cliffs. Oh, also sollen die doch so teilweise weiß sein. Okay. Ah, das war das, was man am Anfang gesehen hat im Video. Das komische Ding, was hier den riesen Krater rein hat. Was sind das, die Grana Cliffs? Eine Narbe, die den die Oberfläche des silesianischen Kontinents auseinanderspaltet. Ich nehme an, du hast sie vorher nicht gesehen. Einige Schriften sprechen davon, aber die Größe, das Land ist immer noch Achso, das Land, die Landschale ist immer noch und seine Wunde fühlt es immer noch. Der Kampf der Götter vom Gut und Böse ist immer noch so nah. Okay. Und immer noch, nach all diesen Jahren, ist keiner über einen besseren Namen gekommen als der Kampf von Gut gegen Böse. Oh Gott. Wie werden wir da drüber kommen? Brücke? Sieh, dort drüben. Brücke? Fragezeichen. Eine Transmutationsmöglichkeit sein. Schau darüber. Was? Oh Gott. Das Schiff landet in der Stadt nicht weit von hier. Was zur Hölle ist gerade hier mit dem Text los? Ich kann es nicht lesen. Unglaublich. Ich klicke das jetzt einfach einigermaßen weg. Schau darüber. Das ist immer noch Rowan. Gute Idee. Elena, schläfst du wieder auf deinen Füßen? Lass uns gehen. Man kann es halt echt nicht lesen gerade. The fuck. Ich hoffe mal, das wird besser. Oh Gott, komm schon. Das ist jetzt dumm. Hier nichts Gescheites lesen kann. Das würde ich halt aber selber auch gerne lesen, das ist das Problem. Dimensionals. Hm. Ah, das ist doch jetzt echt bescheiden. Ich hoffe, das legt sich dann wieder. Ich kann immer nur so Fragmente lesen.
Irgendwas mit Darkness takes over people's souls. Okay, das kann sich einer der... Achso, du könntest also keiner der Bösen sein. Hm. Du bist weder verflucht noch ein Bösewicht. Dann ist etwas ganz anderes, okay. Ja, und den kann man halt wieder nicht lesen. Ihr sagt Darkness, ich sage Whirling Black Vortex of Doom. Also ihr sagt Dunkelheit und ich sage Wirbel. Ich verstehe es wirklich selber nicht. Dunkelheit macht Leute böse, traurig und einsam. Ich hasse es. Ich hasse die Dunkelheit. Verfluchte Dunkelheit. Ich denke nicht, dass dort es jemanden gibt, der sagen könnte, sie lieben die Dunkelheit. Okay, wir müssen früh aufstehen morgen. Also lass uns schlafen gehen. Aber wenigstens am Ende konnte man noch ein bisschen was lesen. Das Gute ist, ich kann da vorne dann speichern. Hört auf! Bleibt weg von mir! Mein Körper erschmilzt! Bleibt weg von mir! Was zur Hölle? Guten Morgen. Was ist los, Elena? Du hast in deinem Schlaf geschrien. Achso, sie war das. Ein großes, zungenartiges Ding hat mich umgeben. Und es hat mich verschlungen. Das hört sich nicht so gut an. Das ist merkwürdig. Es ist so ruhig. Hey, Rowan, wach auf! Something's here. Okay. What the fuck? Das hört sich aber ist nicht. Okay. Ein Löwenmann? Ja, sieht ganz aus. Hallo Leomon. Oder so. Cancel Effect. Ich würde mal sagen, geben wir mal einen Golden Hammer. Falls ich da zu rechtzeitig hinkomme. Dann geben wir dir noch das da. Und du machst einfach mal Burn, warum nicht? Ich muss mal kurz was gucken. Mir wundert mich, dass das gerade so recht unschön läuft. Aber okay. Weil sonst hat er immer die Klappe 875. Ich weiß nicht, was gerade los ist. Flying Tensei Ken. Der ist schon gut. Okay, er kommt aber wieder ziemlich früh zum Angreifen. Oh Gott, das mag ich gar nicht sehen. Hör auf, hör auf, hör auf, hör auf. Zap. Verdammt, ich kam nicht dazu. Wow! Ach du Schande. Ich würde mal sagen, du solltest dich mal kurz selber heilen. Da bin ich nicht mehr zum Abbrechen gekommen von dem Angriff. Und der tat ganz schön weh, meine Güte. Ja. Machen wir wieder ein kleines elektrisches Feld. Boah, 548 und ihn paralysiert. Sehr schön. Ja, 300 noch was geheilt, aber... Ich würde mal glatt behaupten, da kann ich sogar noch was brauchen. Haben wir noch ein bisschen Heilung drauf auf ihn.
Jawohl. So, er kann gerade nichts machen. Das finde ich ganz praktisch. Krieg da einfach noch einen kleinen Tank-Taken ab. Und dann noch diese Bombe. So, da ist er wieder. So. Boom. Sehr schön. Sky, take flight. So. Hoch mit dir. Und runter mit dir. Das ist halt echt cool. Den mag ich echt. Meine Fresse. So, okay. Macht auch wieder einen Kombo-Angriff. Und er geht irgendwie nur auf... kann sein, dass er nur auf Reolo geht? Das zumindest gerade so an. Habe ich momentan nicht mehr aus der Gegend. Okay, ich habe gerade kein... Ich will SP. Ich wollte nur den Purple machen. Den Purple Lightning. Aber anscheinend ja nicht. Dreschen halt einfach alle auf den Arm. Aber ja, er geht nur auf Reolo. Macht da doch nicht zu wenig Schaden. Wenn er auf der andere gehen würde, hätte ich echt ein Problem. Nee, kommt immer noch zu Purple Lightning. Schade. Ja, wir haben ihn aber gleich. Au. Au. Ja, ganz schön wehtut der Typ. Jetzt? Alles klar. Gut, dann beenden wir das einfach. Alles klar. Wunderbar. Oh, da gibt gar keine Magic Coins. Oh, gut. Aber er gibt uns Level Up. Sehr schön. Hi. What is the meaning of this? Why do you attack me? Your smell called me. The same smell as that of the villain who destroyed my village. The smell of that scum drives me crazy. I must find him. This Melfus. What? He said Melfus. Well, you know. Okay, also er denkt, wir sind derjenige, der ihn sein Dorf ausgeräumt, zerstört hat. Weil wir genauso riechen wie er. Und er hat gemeint Melfus. Er sucht jemand namens Melfus. What? Was war das für eine Flasche? I smell like Melfus? Is that true? You know Melfus. I might. I see. Your smell does not have the dank smell of death. I had forgotten myself. Okay. Das hier riecht nicht so nach Tod. Hey, you. Okay, Melfus scheint sein Bruder zu sein. Melfus alive? Melfus is a demon man, bringer of ruination. My name is Merrick. I'm sorry for attacking you. Okay. Also Ryudos Bruder anscheinend, Melfus, hat Merricks Dorf vernichtet. Ryudo? Demon Man? Bringer of Ruination? He's just a common murderer. Can't still be alive. I never thought I'd have to relive that nightmare again in such a place. What is all this? Who is this Melfus? Hat er seinen Bruder mal umgebracht oder dachte er hätte es? Also ein bisschen merkwürdig aus bei einem kurzen Flashback. He's my brother. Oh. Interessant, aber mehr
Info kriegen wir darüber anscheinend nicht. Hier war aber noch ein Speicherpunkt, das ist, trifft sich sehr gut. Dann würde ich sagen, machen wir kurz nochmal hier die Power-Ups. Geben Purple Lightning hier nochmal was. Das geht schon ein Stückchen hoch, ja, okay. So viel ist es halt immer noch nicht. Water of Life restores all. Intense Light reduces enemy dust. Das hebe ich trotzdem erstmal auf noch. So, schauen wir hier nochmal rein. 365, Burn. Howl. Okay, Howl geht also tatsächlich noch ein ganzes Stück weiter und Howl Slash. Okay. Ich vermute mal wirklich, dass es doch einigermaßen okay sein wird. Weil immerhin Stufe 4, wenn es wirklich bis ganz hinter geht, dann wird das wahrscheinlich richtig teuer noch am Ende. Davon gehe ich jetzt einfach mal aus und ansonsten wäre das auch ein bisschen merkwürdig, wenn man doch relativ schnell alles voll macht. Wenn man jetzt vergleicht, wie lange das teilweise bei Grandia 1 gedauert hat. Aber okay, dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Part, wenn wir dann mal weitergehen. Vielleicht erfahren wir da noch ein bisschen mehr über Melfis. Okay, also, bis dann!